Herzlich willkommen bei TV Bayern Live. Schön, dass Sie reinschauen bei uns bei TV Bayern Live, das Wochenendmagazin mit allen wichtigen Themen aus dem Freistaat und mit Deutschlands wichtigstem Filmfest nach der Berlinale, die internationalen Hofer Filmtage. 6 Tage. 128 Filme, 30.000 Tickets, das die nackten Zahlen aus Oberfranken. Natürlich geht es hauptsächlich um Filme und um den Nachwuchs aus der Branche. Aber es tummelt sich in diesen Tagen auch sehr, sehr viel Prominenz in Hof. Große Filme, große Stars, viele Preise, neue Entdeckungen, Bratwurst und Fußball. Das sind sie, die 49. internationalen Hofer Filmtage. In Richtung Wochenende steigert sich die Promidichte in Oberfranken noch mal deutlich. Wobei am Filmtagessamstag zunächst nicht das Cineastische, sondern das Sportliche im Vordergrund steht. Filmtage Fußball ist angesagt, traditionell Samstagmorgen ab 10.30 Uhr. Und das bedeutet, die Hofer Filmtage Mitarbeiter spielen gegen die Prominenz. Und da ist dieses Jahr hier hinter mir einer am Start, den alle kennen, an der Seite von Til Schweiger im Tatort zum Beispiel. Frauenschwarm, Publikumsliebling und ja, gar kein so schlechter Fußballer, glaube ich. Fari Yardim gibt alles auf dem Hofer Rasen, eine feine kleine Halbzeit lang. Fantastisch. Fari war ganz großartig. Ist ein bisschen viel gerutscht, aber es war alles prima. Aber warum darf er jetzt nicht mehr? Weil er jetzt müde ist. Während am Fußballvorabend 8 Sekunden mit Yardim, der männlichen Hauptrolle, im Kino läuft, ist er selbst allerdings verblüffenderweise nicht im Publikum, sondern im Foyer zu finden. Ich habe den Film schon 8-mal gesehen. Und heute bin ich einfach noch mal im unmittelbaren Gefühl gegangen und ich habe mich geschämt, als ich da saß. Und bin ich rausgegangen. So geschämt? Das ist schon eine sehr wahnsinnige Konfrontation, so eine Leinwand, und ich halte das nicht jeden Tag aus. Mittendrin im Hofer Kinopublikum findet sich auch Christian Wolf. Sein Sohn ist einer der Produzenten von Treppe aufwärts. Er selbst einer der Hauptdarsteller. Und trotzdem, irgendwie denkt man bei diesem Mann immer noch an Forsthaus Falkenau. Natürlich werde ich das nie loswerden. Das klingt jetzt so negativ, das meine ich gar nicht. Das war eine wunderbare und sehr erfolgreiche Zeit, aber die ist tempi passati. Einer von vielen Höhepunkten der internationalen Hofer Filmtage ist die Verleihung des Filmpreises der Stadt Hof. Bekommen haben ihn schon sämtliche Größen des deutschen Films. In diesem Jahr ist es Katharina Marie Schubert, die vor der versammelten Filmbranche verkündet, sie wäre liebend gern in Hof groß geworden. Ich kann mir vorstellen, dass ich als junger Mensch, und es ist ja auch ein Nachwuchsfestival, total da so hingefiebert hätte. Und dann hätte ich die Filme alle geguckt und dann hätte ich die Leute bewundert und dann hätte ich meinen Filmverstand geschärft und sowas. Ne? Und das ist was anderes, als wenn in Berlin das 1000. Festival ist und es hat eigentlich keiner mehr ein Auge dafür. Und dass das hier diese Stadt so, ja, dass alle so freudig sind, das ist natürlich unglaublich schön und macht das besonders. Den mittlerweile zum 3. Mal in Hof ausgelobten Hans-Vogt-Preis bekommt nach Edgar Reitz und Wim Wenders der Filmemacher Michael Verhoeven. Stolz ist er auf seine Auszeichnung, aber auch ein bisschen traurig, weil er den Preis ohne Ehefrau Senta Berger und seine Söhne Simon und Luca überreicht bekommt. Ja, da war ich schon ein bisschen betrübt, muss ich sagen, dass ich da so alleine bin, wenn ich doch so eine tolle Ehrung erfahre. Aber ja, die waren da und ich habe ja eben noch eine E-Mail bekommen von meinem Sohn Luca und Simon hat mir auch eine E-Mail geschickt ins Hotel und alles gut. Und mit Senta habe ich ein paar Mal telefoniert. Also es ist alles gut. Aber Sie verstehen, ne, dass man dann, möchte man, dass die dann da auch sind und so. Zwar nicht allein, dafür aber nur kurz. Nämlich zur Premiere ist Benjamin Sadler, der männliche Hauptdarsteller des Eröffnungsfilms Ein Atem von Krimi-Preisträger Christian Zübert, aber ist ihm so wichtig, dass er sich für Hof einen Tag freischaufelt. Schade, dass es keine ganz Spätvorstellung gibt zur Eröffnung der Hofer Filmtage. Ich würde glatt im Kino bleiben. Sie müssen einfach noch ein paar Tage länger bleiben. Müsste ich. Ich muss morgen gleich wieder zurück, weil ich arbeite gerade. Und habe mir mühsam das hier schon aus den Freisperren lassen, weil mir dieser Film auch wirklich sehr wichtig ist. Aber muss leider morgen weg. Aber ich mit dem nächsten sicherlich länger und dann auch ein paar Tage. Ja,
Also wenn Sie an diesem Wochenende noch nichts vorhaben, schauen Sie doch einfach mal noch vorbei in Hof. Sie haben gute Chancen, Promis zu treffen. Oder aber Sie gehen in die Bayerische Staatsoper in München. Dort wird nämlich die erste Neuproduktion dieser Saison präsentiert. Mit dem Beginn der neuen Spielzeit startet die Bayerische Staatsoper mit einem 207 Jahre alten Klassiker. Faust von Johann Wolfgang von Goethe wird durch Arrigo Boitos Mephistophele auf die Opernbühne gebracht. Es gehört eigentlich zur Faustgeschichte von Anfang an dazu, dass jede Zeit sich eigentlich ihren Faust neu erzählt. Also Goethe kannte die Geschichte ja auch schon, seit er Kind war und Faust auf der Theaterbühne gesehen hat, hat dann Faust für seine Zeit adaptiert. Boito wiederum schreibt mit Mephistophele eine Oper für das 19. Jahrhundert. Mit den besonderen Schwerpunkten, die das 19. Jahrhundert auf diese Faustgeschichte dann setzen wollte. Und auch wir heute sehen wieder bestimmte Aspekte in der Geschichte neu und anders. Und das ist das Tolle am Fauststoff eigentlich, dass er sich immer wieder neu erzählen lässt, dass wir immer wieder aus diesem reichen Fundus eigentlich an Material schöpfen können. Neu sind auch die deutschen Übersetzungen. Wer dem Italienischen nicht mächtig ist, kann dadurch der Handlung trotzdem folgen. Moderne Videoelemente, Pyrotechnik und kreative Bühnenbilder lockern auf und lassen die Oper neu aufleben. Nicht zuletzt auch durch das Bayerische Staatsorchester, welches bereits zum zweiten Mal als Orchester des Jahres ausgezeichnet wurde. Mit dem neuen Stück feiert das Haus auch gleich zwei Premieren. Regisseur Roland Schwab und Dirigent Omar Meyer-Welber feiern mit Mephistophele ihre Debüts. Doch ist Oper im Jahr 2015 überhaupt noch aktuell? Wie gelingt es das Publikum, sogar mit alten Klassikern wie Faust immer wieder neu zu begeistern? Aktuell ist sogar Boitos Oper noch. Boito legt einen ganz starken Fokus auf die Nacht- und Schattenseiten des Menschen, interessiert sich mehr für Mephistophele als für Faust eigentlich. Faust ist eigentlich eine Marionette, könnte man sagen, in den Fängen von Mephisto. Und diese dunklen Seiten, die den Menschen bestimmen, und dieser sehr zynische, fast nihilistische Charakter von Mephisto als die bestimmende Kraft des Menschen, das ist eigentlich etwas, was die Oper bis heute sehr aktuell macht. Mephistophele. Zu sehen ab 24. Oktober in der Bayerischen Staatsoper in München. Bayerischer Blues, dafür steht seit 40 Jahren der Sänger und Songwriter Schorsch Hampel. Eigentlich steht die Musik der amerikanischen Schwarzen ja für die Weiten des amerikanischen Südens. Aber sie passt irgendwie auch hervorragend zur bayerischen Mundart und den Bühnen der Isar-Metropole. Bei seinem Auftritt zum 10-jährigen Jubiläum der Sendlinger Musikbühne Ars Musica entführte Schorsch Hampel das Publikum auf eine Schaufelrad-Dampferreise entlang der Isar. Schorsch Hampel, eine Münchner Blueslegende. Seit 40 Jahren lebt der Singer-Songwriter die melancholischen Klänge mit Wurzeln in den amerikanischen Südstaaten. Anlass seines Auftritts dieses Wochenende war eine Veranstaltungsreihe zum 10-jährigen Jubiläum der Kleinkunstinitiative Ars Musica. Auf der rustikalen Musikbühne des Stämmerhofs bot Hampel 2 Stunden Musik und Geschichten aus dem Leben, manchmal heiter, manchmal nachdenklich. Seine Inspiration zieht er dabei aus dem Alltag in der Isar-Metropole. Ich bin dann eben eher in der Stadt unterwegs. Ich bin ja ein sogenannter echter Münchner. Ich darf das sagen. Und es ist halt so, ja, da, was man eben auf der Straße so aufglaubt, an Gesprächsfetzen zum Beispiel, oder was man in der Zeitung oder in einem guten Buch liest, das mache ich mir zu eigen, wenn es mich interessiert, und mache mir dann selber wieder meine Gedanken dazu.
Forms um, so wie immer das laufen könnte oder nicht gelaufen ist oder wie auch immer. Schiebt sie dann schon gleich mal Limonade dazu oder einen solchen Hunger, der kleine, der dicke, der kleine. Der bayerische Blues-Gitarrist ist seit 40 Jahren mit Band unterwegs, seit kurzem aber wegen neuer Projekte auch solo. Der Hintergrund ist einfach der, dass ich einen Haufen Songs hatte, wo ich mir gedacht habe, die passen nicht wirklich in die Bandreihe, also in das Konzept, wie es vorher war. Und dann habe ich mir gedacht, ich nehme auf meine alten Tage nochmal die Herausforderung an, einfach allein zu spielen. Das ist das, wovor es mir die ganzen 40 Jahre am meisten graust hat und entsprechend mache ich das jetzt. Wir haben Schorsch, glaube ich, 2004 das erste Mal auf dem Stadtteilfest in Leim gesehen und seitdem quer durch München gefolgt. Von Hideout, Blues, über alles Mögliche, Antons im grünen Eck und heute auch hier und war klasse. Ja, der Schorsch nimmt alles auf, was einem den Tag, die Woche, den Monat, das Jahr über bewegt. Das kann man jetzt gar nicht präzisieren, es ist einfach alles dabei. Und wenn's da wegen was beinahe hast, packst dein Zeug und gehst davon, bist auf der Ruhe und keiner weiß, wer du bist und wer du heißt. Schorsch Hampels Musik ist zugeschnitten auf Liebhaber authentischer und unaufgeregter Musik. Die Leute verzeihen da, hey, das war dann, das war dann nicht schlimm. Wir sind gleich wieder für Sie da nach einer ganz kurzen Pause. Entschuldigung, mit den wichtigsten Nachrichten aus Bayern. Bleiben Sie bei uns. Ich brauche, um mir eine Meinung zu bilden, keine Zeitung. Ich möchte auch irgendwie auch überrascht werden mit interessanten Artikeln. Also für mich ist diese ganze Zeitung jetzt auch nicht so was Ernstes. Die wirkliche Wirkung einer Zeitung ist natürlich, dass ein Mensch sich praktisch in der seine Haltung justiert. Dass man sich da auch ein bisschen dran reiben kann. Manchmal wünscht man sich auch tatsächlich irgendwie die Person zu packen und zu sagen, sag mal, was hast denn du da geschrieben? Feiern Sie mit uns 70 Jahre Augsburger Allgemeine und gewinnen Sie eine von 70 Fahrten ins Blaue mit der großen Geburtstagszeitung. Streifen Sie mit uns über 96 Seiten durch unsere Heimat. Teilen Sie Erinnerungen mit Leserinnen und Lesern und blicken Sie mit uns in die digitale Zukunft der Zeitung. Die große Geburtstagsausgabe der Augsburger Allgemeinen finden Sie am Freitag, 30. Oktober, in Ihrem Briefkasten oder am Kiosk. Augsburger Allgemeine. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Es ist ein Elixier, wo ich jedem Menschen empfehlen würde, der mit hohem Blutdruck zu tun hat. Blutfett. Der mit Blutfette zu tun hat. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Knobi Vital. Der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Er ist ja nicht umsonst so schön. Ja. Dank Knobi Vital. 70 Jahre Augsburger Allgemeine. Die offizielle Medaille zum Jubiläum in Feingold oder Feinsilber als streng limitierte Sonderprägung. Ab sofort erhältlich bei Ihrer Augsburger Allgemeinen in der Augsburger Maximilianstraße. Versandkostenfrei online unter www.augsburger-allgemeine.de/shop sowie über die kostenlose Bestellhotline 0821 3x7 4x4. Zusätzlich zu jeder Bestellung erhalten Sie das Buch Lizenz Nummer 7 im Wert von 24,95 € gratis dazu. Augsburger Allgemeine. Jetzt kaufen. Alpin, das Bergmagazin. Diesmal im Heft Über alle Berge, Abenteuer Transalp, Südtirol, Hüttenidyll zum Genusswandern. Dazu im Test Tourenski plus 2 Extras Tiefschneetage, Kütahya und Kleinwalsertal. Jetzt im neuen Alpin. Kauf ich.
Löwenbiere Sensationen. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live. Das heißt auch Sportsgeist und Partystimmung. TV Bayern Live. Ab sofort jeden Samstag um 17.45 Uhr auf RTL. Anschlag vereitelt. Polizei nimmt Gruppe mit rechtsextremen Hintergrund in Bamberg fest. Diese hatten offenbar Anschläge gegen Flüchtlinge geplant. Werbebündnis Bayern wird Stiftung. Das Erfolgsmodell soll Kindern die Grundwerte wie Toleranz und Respekt näher bringen. Und European Best Squad. Wer ist Europas bester Soldat? 14 NATO-Mitgliedstaaten bestreiten in Bayern einen sportlich-militärischen Wettkampf. Bei einer Razzia in Bamberg haben Spezialkräfte der Polizei 11 Männer und 2 Frauen mit rechtsextremem Hintergrund festgenommen. Sie hatten offenbar Anschläge gegen Flüchtlinge und politische Gegner geplant. Die bei der Razzia in Ober- und Mittelfranken sichergestellten Gegenstände sprechen ihre eigene Sprache. Nicht dabei sind kiloweise pyrotechnische Sprengkörper, die die Neonazi-Gruppe im Internet bestellt hatte und die von der Polizei abgefangen worden waren. Mit diesen Sprengkörpern waren konkrete Anschläge geplant. Geplant war ein Anschlag mit diesem pyrotechnischen Material, das auf dem Gelände der Einrichtung gezündet werden sollte und damit natürlich eine erhebliche Gefahr für Menschen, die sich in der Nähe befunden haben, aber auch für Menschen, die im Gebäude sind, durch Splitterwirkungen hätte auslösen können. Es sind pyrotechnische Gegenstände und man darf die aber nicht mit den pyrotechnischen Gegenständen vergleichen, die auf dem deutschen Markt legal erhältlich sind. Man kann es ja sehr gut festmachen an diesen 2 sogenannten Kugelbomben. Da ist die Treibladung pro Kugelbombe 1 Kilogramm. Und die Sprengwirkung ist dann entsprechend enorm. Die festgenommenen Personen sind der Polizei schon länger als Angehörige der rechtsextremen Szene bekannt. Sie waren in der Vergangenheit schon häufiger durch Gewaltdelikte aufgefallen. Einige von ihnen sind Mitglieder der Partei Die Rechte. Einer von ihnen hatte auch eine Aktion des Nürnberger Pegida-Ablegers Nygida angemeldet. Zunächst brauchen wir eine klare und harte Antwort des Rechtsstaats. Straftaten werden nicht geduldet. Dagegen muss entschlossen vorgegangen werden. Das geschieht auch. Aber den Boden zu entziehen für solche Straftaten, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und es kann nicht sein, dass wir hinnehmen und dulden, dass aus Sorgen Wut und Hass wird, von wem auch immer. Wir müssen alle sagen, so gehen wir in unserer Gesellschaft bitte nicht miteinander um. Die Anschläge der Rechtsradikalen sollten höchstwahrscheinlich im Umfeld einer für den 31. Oktober angemeldeten Demonstration vor dem Balkanzentrum in Bamberg stattfinden. Nicht die erste ihrer Art in Bamberg. Im Zuge dessen wollten die Neonazis auch eine linke Szenenkneipe in der Domstadt platt machen, wie sie es genannt haben. Also das erfüllt mich mit großer Sorge, was gestern hier bei der Razzia festgestellt worden ist. Ich bin entsetzt über die hohe Gewaltbereitschaft der rechten Szene. Und wir prüfen gegenwärtig, ob die gestern getroffenen Feststellungen geeignet sind, um die angemeldete rechtsradikale Demonstration am 31. Oktober in unserer Stadt zu verbieten. Das hätte die Stadt auch getan. Immerhin sind unter den bei der Razzia festgenommenen Neonazis auch 2 Veranstalter der geplanten Demonstration. Hätte getan, weil der Rest der Veranstalter die Aktion inzwischen von sich aus abgesagt hat. Hinweise auf eine deutschlandweite oder gar internationale Vernetzung der aufgedeckten Extremistengruppe gibt es indes bislang keine. Ja, die Festnahmen erfolgten nur wenige Stunden vor dem Besuch des Bundesinnenministers Thomas de Maizière, der diese Woche die Rückführungseinrichtung für Balkanflüchtlinge in Bamberg besucht hat. Vor Ort hat er betont, dass es, Sie haben es vielleicht auch gerade noch mal gehört in dem O-Ton, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei, rechte Straftaten zu verhindern. Außerdem bedankte sich de Maizière bei der Stadt und lobte die Asylpolitik der bayerischen Staatsregierung. Es sind nicht ganz einfache Termine in diesen Tagen und Wochen für Bundesinnenminister Thomas de Maizière, wenn er in Bezug auf das Thema Flüchtlinge unterwegs ist. Die Lage im Land ist ernst, sie ist emotional. Bevölkerung wie Politik spalten sich auf, in Hardliner und in die, die mit sanfterer Stimme sprechen. Dazwischen muss sich der Minister bewegen, die Strömungen berücksichtigen.
Mir war es wichtig, heute hier nach Bamberg zu kommen, um ein Signal zu setzen. Flüchtlingspolitik hat ein freundliches und ein hartes Gesicht. Diejenigen, die einen Schutzbedarf haben, die sollen hier bleiben dürfen. Aber diejenigen, die keinen Schutzbedarf haben, auch wenn sie noch so verständliche Gründe haben, hier ein besseres Leben zu führen, die müssen unser Land wieder verlassen. Die, die das Land schnell wieder verlassen müssen, sitzen zu einem Teil in Bamberg, in der Ankunfts- und Rückführungseinrichtung. Knapp 500 sind es, meist aus Ländern des ehemaligen Jugoslawiens. Dort warten sie auf ihre Rückführung. Bayern macht es gut und ich habe mir einen Eindruck davon verschafft, dass, obwohl diese Einrichtung noch im Aufbau ist, die Dinge hier so ineinandergreifen, dass das Ziel erreicht wird. In den 5 Wochen seit der Eröffnung wurden aus der Einrichtung gut 30 Menschen abgeschoben. Etwa 150 dort Lebende stellten freiwillig einen Ausreiseantrag. Zahlen, die dem Minister während seines gut einstündigen Besuchs mit auf die Weiterfahrt gegeben wurde. Das Thema Flüchtlinge. Es wird Thomas de Maizière noch weiter begleiten. Ja, und im Zuge dessen ist dieses Thema ganz interessant. Das Modellprojekt, das die Europa-Berufsschule in Weiden durchführt. Da sollen nämlich junge Flüchtlinge und Asylbewerber bestmöglichst gefördert werden und eine Perspektive bekommen. Dafür wurde extra eine Klasse eingerichtet, eine sogenannte internationale Förderklasse. Und darin lernen die Schüler unter anderem Deutsch und bekommen einen Einblick in die Berufswelt. 63,5 plus 22,6. Sie sind voll motiviert und gehen gern zur Schule. Die jungen Asylbewerber und Flüchtlinge auf der Europa-Berufsschule in Weiden sind glücklich, einer internationalen Förderklasse anzugehören und endlich wieder eine Perspektive zu haben. Ja, gute Lehrerin, sehr gute Menschen. Ich lerne Mathe, das erste Mal in meinem Leben. In den 2 Jahren lernen die Asylbewerber die deutsche Sprache, Mathematik und vieles mehr. Zudem erhalten sie einen Einblick in die Berufswelt, um später besser in den Ausbildungsmarkt eingegliedert zu werden. Ziel ist, dass diese Modellversuchsschulen ganz speziell auch mit Unterstützung seitens des Bildungspaktes und des Kultusministeriums an Aufgabenstellungen, die wir uns aber selber aus der Praxis heraus wählen können, um bessere Konzepte zu entwickeln, die wir dann an alle Schulen verteilen können, die Asylbewerber beschulen. Doch der Bedarf an solchen internationalen Förderklassen ist wohl noch viel größer als gedacht. Das Projekt richtet sich überwiegend an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die berufsschulpflichtig sind. Sie wollen lernen, weil sie ein Ziel haben. Und das Ziel ist in der Regel von diesen Schülern die Ausbildung. Die Europa-Berufsschule Weiden ist neben Schwandorf der einzige Standort in der Oberpfalz, bei dem das Modellprojekt des Kultusministeriums derzeit umgesetzt wird. Und auch für die Zeit nach der Schule gibt es schon konkrete Ansätze zur Integration durch Ausbildung und Arbeit. Dazu Staatssekretär Johannes Hintersberger. Nach einem intensiven Sprachlernprozess wird die Wirtschaft hier diese Ausbildungsplätze, diese Beschäftigungsverhältnisse zur Verfügung stellen. Insgesamt 60.000 bis zum Jahr 2019. Dies ist eine ganz konkrete Zusage, eine ganz tolle Zusage, weil ich überzeugt bin, Menschen, die an der gleichen Werkbank stehen und schaffen, egal wie diese Werkbank heute ausschaut, kommen zueinander. Von der Sprache, von der Kultur, sie arbeiten miteinander und dies ist ganz entscheidend, wenn wir, und das wollen wir, eine echte, lebendige Integration befördern wollen. Mit einem Festakt in der Münchner Residenz wurde die Überführung des Wertebündnis Bayern in eine Stiftung gefeiert. Das bundesweit einmalige Wertebündnis wurde von Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer ins Leben gerufen. Das war im März 2010. Ja, und seitdem hat es sich zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Mehr als 130 Verbände, Vereine, Stiftungen und Organisationen sind an diesem Wertebündnis beteiligt. Ziel ist es, Kindern Grundwerte wie Toleranz und Respekt im Alltag näher zu bringen und diese zu stärken. Es war eine Premiere am Montagabend in der Allerheiligen Hofkirche der Münchner Residenz. Der Kinderchor der Bayerischen Philharmonie sang zusammen mit Peter Maffay seinen Hit »Ich wollte nie erwachsen sein«. Der Anlass,
Seit März 2010 gibt es das Wertebündnis Bayern, das ein Zusammenschluss von mehr als 130 Organisationen, Vereinen, Verbänden und Stiftungen ist. Jetzt wurde das lose Bündnis in eine Stiftung, deren Träger der Freistaat ist, umgewandelt. Ministerpräsident Horst Seehofer hat das Bündnis damals ins Leben gerufen. Ich glaube, zu einer blühenden Gesellschaft und zu einem glücklichen Leben gehört die Orientierung an Werten. Menschen brauchen für ihr Zusammenleben Werte, ob es jetzt der Respekt ist voreinander, ob es die Toleranz ist. Und wir erleben ja gerade in der Gegenwart, dass es Menschen aus anderen Kulturen gibt, die Dinge, die für uns selbstverständlich sind, zum Beispiel die Gleichberechtigung von Mann und Frau, so nicht akzeptieren wollen. Und deshalb müssen wir jeden Tag für die Einhaltung dieser Werte eintreten. Wir müssen sie leben. Durch verschiedene Projekte, zum Beispiel in Schulen oder Universitäten, werden Kindern und Jugendlichen die Werte unserer Gesellschaft vermittelt. In den Projekten geht es zum Beispiel um Ernährung, das Arbeitsleben oder die bayerische Mundart. Die Vorteile einer Stiftungsgründung liegen für den Vorsitzenden Max Schmidt auf der Hand. Das Signal, eine Stiftung zu verwenden, um dieses Wertebündnis weiter am Leben zu erhalten, ist wichtig für mich. Es zeigt nämlich, dass es auf der Basis der Mitarbeit dieser 131 Organisationen lebt und weiter besteht und nicht als Bestandteil der Regierung, nicht als Bestandteil eines Ministeriums, sondern es ist eigenständig, es kann selbstständig agieren, aber es ist dem Staat so wichtig, dass er dafür etwas Geld gibt. Rund 2,5 Millionen Euro beträgt das Kapital der neuen Stiftung. Unter den über 130 Partnern ist auch die Stiftung des Rocksängers Peter Maffay. Er setzt sich damit für traumatisierte Kinder ein. Jeder Mensch, der auf die Welt kommt, hat das gleiche Recht, egal wo er auf die Welt kommt und egal wie. Wir haben ein Leben, jeder. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach so, dass die Schöpfung uns aufgibt, das Recht des anderen zu respektieren, sein Leben in Würde zu gestalten und zu leben. Und das bedeutet, dass wir nie vergessen sollten, dass wir das Glück haben, in einem Teil der Welt geboren zu sein oder leben zu dürfen, in dem im Grunde genommen sehr viel da ist. Die meisten Menschen auf der Welt haben das nicht. Und deswegen dürfen wir uns nicht überhöhen. Gegenseitiger Respekt, Toleranz und Meinungsfreiheit. Das sind Werte, die bei uns in Bayern selbstverständlich sein sollten. Die Stiftung Wertebündnis Bayern setzt sich dafür ein, dass sie das auch tatsächlich sind. Am Sonntag beginnt die Winterzeit, heißt, Sie müssen in der Nacht zuvor Ihre Uhren eine Stunde zurückstellen, bekommen also auch eine Stunde mehr Schlaf. Mehr dazu und weitere Nachrichten aus Bayern jetzt in unserem Kurzblock. 700 Mitarbeiter des Unternehmens Katrain stehen vor dem Aus. Das Werk in Nördlingen soll zum 30. April 2016 geschlossen werden. Der Antennenhersteller mit Hauptsitz in Rosenheim zählt weltweit zu den führenden Unternehmen in der Kommunikationstechnik. Müssen sich nun auch Rosenheims Arbeitnehmer des Unternehmens Katrain um ihre Stelle sorgen? Bereits im September wurde bekannt gegeben, dass in Rosenheim künftig 300 Stellen wegfallen sollen. 1980 wurden Sommer- und Winterzeit offiziell eingeführt. Der Grund? Durch die Nutzung des Tageslichts sollte mehr Energie gespart werden. Doch mittlerweile halten 72% der Befragten in Bayern die Umstellung für überflüssig. Das ergab eine Umfrage der DRK. Obwohl die meisten dagegen sind, bleibt die Regelung weiterhin bestehen und stiftet zweimal im Jahr Verwirrung. In welche Richtung wird nochmal gedreht? Immer am letzten Sonntag im Oktober wird die Uhr um eine Stunde zurückgestellt. Auf Winterzeit. Also nicht vergessen. Dass die NATO-Staaten in Grafenwöhr in der Oberpfalz trainieren, ist nichts Außergewöhnliches. Diese Woche aber handelt es sich weniger um eine Übung mit Panzern, sondern um eine Übung sportlicher und militärischer Art. Ein Team, 9 Mann. Insgesamt sind es 18 Teams aus 14 NATO-Mitgliedstaaten. Auf dem Truppenübungsplatzgelände Grafenwöhr war jede Menge geboten. Es ist eine Mischung aus sportlichem und militärischem Wettkampf, den die Soldaten hier an 3 Tagen bewältigen mussten. Insgesamt gab es 30 Aufgaben zu bestehen. Vor etwa 1,5 Jahren haben wir uns entschlossen, diesen Wettkampf, die Europeans Best Squad Competition, durchzuführen. Wir luden die verschiedenen Mitgliedstaaten der NATO und unsere Partner ein, daran teilzunehmen, mit dem Ziel, unsere Partnerschaft und Freundschaft zu vertiefen.
partnership and continue to build our friendships. Ready, set, go. Natürlich spielt wie bei jedem Wettkampf auch die Zeit eine Rolle. Da der Wettkampf über mehrere Tage ging, war nicht nur die körperliche, sondern auch die mentale Fitness gefragt. Three more and you be there. One. Two. That's when your legs and you'll be there. This competition is the first time that Es ist das erste Mal, dass wir aus Italien an diesem Wettkampf teilnehmen. Es ist sehr hart und für uns und meine Männer ein hartes Training. Training for us and for my men. It was really, really, really tough. Es war echt hart. Der erste Tag war am härtesten von allen Tagen. Aber es hat mir und den anderen Spaß gemacht, zusammenzuarbeiten und allgemein die Möglichkeit zu haben, zu trainieren und derartige Übungen zu machen. Das Wetter hat übrigens gut mitgespielt. Bei Schmuddelwetter und Kälte wären die Herausforderungen für die Soldaten noch größer gewesen. Im kommenden Jahr soll es wieder einen multinationalen Wettkampf geben. Dieses Jahr hat übrigens das Team aus Deutschland gewonnen, vor Lettland und den USA. Wir verlassen die Sommerzeit und wir verlassen gleichzeitig auch das ungemütliche Wetter, das wir die vergangenen zwei Wochen hatten. Es war ja am Samstag schon ganz nett, aber in der nächsten Woche kriegen wir viel goldenes Oktoberwetter. Wir kriegen nur eine kleine Einschränkung. Im Laufe der Nacht ziehen mit auffrischendem Wind immer mehr Wolken ran. Erst nach Unterfranken, später auch nach Ober- und nach Mittelfranken sowie ins westliche und nördliche Schwaben. Zuvor ist es leicht bewölkt oder klar und in einigen windgeschützten Niederungen bildet sich Nebel. Morgen starten wir in Franken erst einmal mit dichten Wolken, kühlem Wind und dann kommt im Laufe des Tages mehr und mehr die Sonne heraus. Am längsten bewölkt bleibt es rund um Hochfranken. Hier werden es in Hof gerade mal 11 Grad, die fühlen sich aber durch den Wind kühler an. Den Untermain entlang sind es 13 bis 14 Grad. Der Wind kommt aus westlichen Richtungen. Am Vormittag und um die Mittagszeit noch mit Stärke 3 bis 4 Mittel. Am Nachmittag flaut der Wind dann langsam auf Stärke 2 Mittel ab und legt sich dann später ganz. In der Oberpfalz und in Niederbayern haben wir am Vormittag noch dichte Wolken. Anfangs rund um den Bayerischen Wald, Oberpfälzerwald und Steilenwald vielleicht noch mit ein paar leichten Regentropfen. Dann lockert es von Mittelfranken her mehr und mehr auf. Länger trüb bleibt es Richtung untere Isar und Rottal, aber auch hier zeigt sich später dann ein wenig die Sonne. Der Wind kommt aus westlichen Richtungen, flaut aber auch hier im Laufe des Nachmittags langsam ab. In Schwaben-Allgäu und Oberbayern haben wir ebenfalls am Vormittag und um die Mittagszeit dichte, kompakte Wolken. Die halten sich auch direkt den Alpenrand entlang. Anfangs wird es noch ein bisschen Nieselregen geben, viel kommt aber nicht herunter. In höheren Lagen ist es teilweise neblig trüb. Und dann am Nachmittag kommt von der Donau her nach und nach die Sonne heraus und die Temperaturen steigen je nach Sonnenscheindauer dann auf 13 bis 16 Grad. Es bleibt also insgesamt recht mild. Der Wind kommt auch hier aus westlichen Richtungen und flaut im Laufe des Tages ab, dreht dann später auf Nord. Dann haben wir ruhiges Oktoberwetter. Nach jeweils nebligen und kühlen Nächten scheint tagsüber die Sonne. Der Wind ist sehr schwach. Erst am Mittwoch tauchen Wolken auf, die am Donnerstag voraussichtlich Regen bringen. Ich brauche, um mir eine Meinung zu bilden, keine Zeitung. Ich möchte auch irgendwie auch überrascht werden mit interessanten Artikeln. Also für mich ist diese ganze Zeitung jetzt auch nicht so was Ernstes. Die wirkliche Wirkung einer Zeitung ist natürlich, dass ein Mensch sich praktisch in der seine Haltung justiert. Dass man sich da auch ein bisschen dran reiben kann. Manchmal wünscht man sich auch tatsächlich irgendwie die Person zu packen und zu sagen, sag mal, was hast du da geschrieben? Feiern Sie mit uns 70 Jahre Augsburger Allgemeine und gewinnen Sie eine von 70 Fahrten ins Blaue mit der großen Geburtstagszeitung. Streifen Sie mit uns über 96 Seiten durch unsere Heimat. Teilen Sie Erinnerungen mit Leserinnen und Lesern und blicken Sie mit uns in die digitale Zukunft der Zeitung. Die große Geburtstagsausgabe der Augsburger Allgemeinen finden Sie am Freitag, 30. Oktober in Ihrem Briefkasten oder am Kiosk. Augsburger Allgemeine. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Es ist ein Elixier, wo ich jedem Menschen empfehlen würde, der mit hohem Blutdruck zu tun hat. Blutfett. Der mit Blutfette zu tun hat. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer.
2 in 1 erhält Ihre Herzfunktion. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Er ist ja nicht umsonst so schön. Ja. Dank Knobi Vital. 70 Jahre Augsburger Allgemeine. Die offizielle Medaille zum Jubiläum in Feingold oder Feinsilber als streng limitierte Sonderprägung. Ab sofort erhältlich bei Ihrer Augsburger Allgemeinen in der Augsburger Maximilianstraße. Versandkostenfrei online unter www.augsburger-allgemeine.de/shop sowie über die kostenlose Bestellhotline 0821 3x7 4x4. Zusätzlich zu jeder Bestellung erhalten Sie das Buch Lizenz Nummer 7 im Wert von 24,95 Euro gratis dazu. Augsburger Allgemeine. Jetzt kaufen. Alpin, das Bergmagazin. Diesmal im Heft Über alle Berge, Abenteuer Transalp, Südtirol, Hüttenidyll zum Genusswandern. Dazu im Test Tourenski plus 2 Extras Tiefschneetage, Kütahy und Kleinwalsertal. Jetzt im neuen Alpin. Kauf ich. Willkommen zurück bei TV Bayern Live. Die aktuellen Themen aus der bayerischen Wirtschaft haben wir jetzt für Sie kompakt zusammengefasst in unserem Wirtschaftsradar. Das Thema heute: Entwicklungen in Europa. Bayerische Wirtschaft im Dialog mit EU-Politikern in Brüssel. Vor Ort sein, mitreden, mitgestalten. Die EU-Politik ist für Bayern von großer Bedeutung. Das machen jetzt auch Vertreter der Wirtschaft des Freistaates mit einem Besuch in Brüssel deutlich. Denn Regulierungen, Alleingänge und zögerliche politische Entscheidungen könnten die Industrie schwächen. 2014 exportierte die bayerische Wirtschaft Waren im Wert von 90 Milliarden Euro in EU-Staaten. Das sind 53% ihrer gesamten Ausfuhren. Immer zu wissen, welche Gesetze momentan behandelt werden, rechtzeitig die eigenen Interessen einzubringen, zu wissen, mit wem man spricht, die Abgeordneten auf seiner Seite zu haben, das ist für die bayerische Wirtschaft sehr wichtig. Im Dialog mit EU-Abgeordneten und auch mit dem Präsidenten der Europäischen Volkspartei, Josef Daul, ist für die bayerische Delegation zunächst die Flüchtlingssituation in Europa ein großes Thema. Wir brauchen in Europa zunächst das Verständnis, dass es sich um eine gemeinsame Aufgabe handelt. Es ist kein Thema, das nur Deutschland oder Italien zu beantworten hat, sondern ganz Europa ist gefordert. Und ganz konkret bedeutet es, wir brauchen eine faire Lastenverteilung der Flüchtlinge in Europa, einen verbindlichen Quotenmechanismus. Für Flüchtlinge in Bayern ist in München gerade erst eine Vereinbarung zur besseren Integration in den Arbeitsmarkt unterzeichnet worden. Staatsregierung, Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, Bundesagentur für Arbeit und die Wirtschaftskammern verfolgen dabei ein gemeinsames Ziel. Wir wollen im nächsten Jahr 20.000 Flüchtlinge in Ausbildung, in Praktikum oder in Arbeit bringen. Und bis zum Jahr 2019 sollen das 60.000 sein. Das ist eine große Aufgabe, aber wir stellen uns dieser Aufgabe und ich denke, das wird erfolgreich sein. Eine große Herausforderung in den kommenden Jahren ist auch die Digitalisierung. Deutschland müsse sich dabei noch deutlich mehr anstrengen, betont EU-Kommissar Günther Oettinger im Sitzungssaal der EU-Kommission. Wir haben einige Stärken und müssen trotzdem sehen, dass die Amerikaner und auch die Koreaner und die Chinesen uns voraus sind. Und die digitale Revolution wird die Wirtschaft von morgen entscheiden. Wir werden in alle Industriesektoren hineingehen und deswegen müssen wir mit einer klugen europäischen Strategie eine Aufholjagd starten. Wir sind dabei und da spielt Bayern eine wichtige Rolle. Noch gibt es viele Hürden in Europa auf dem Weg zum digitalen Fortschritt. Unternehmen aus Bayern fordern bereits seit Jahren ein einheitliches Datenschutzabkommen. Denn wenn 28 unterschiedliche Richtlinien zu beachten sind, kommen Innovationen kaum voran. Dass zum Beispiel ein E-Commerce-Laden, der ja sehr häufig gern genommen wird, nicht nach Luxemburg auswandern muss als Firma, sondern dass man das zum Beispiel auch von Deutschland aus betreiben kann. Eine erste Gesetzgebung für europäische Datensicherheit ist im Parlament und im Rat. Ich hoffe daran, dass sie noch in diesem Jahr verabschiedet wird. Dann hätten wir einen europäischen Standard für mehr Datensicherheit, für weniger Hacking und für
weniger Industriespionage im Netz. Auch das Dauerthema Griechenland kommt in Brüssel zur Sprache. Denn im Gegensatz zu anderen ehemaligen Krisenstaaten muss das EU-Land noch viele Probleme lösen. Wir haben in der Eurokrise insgesamt 5 Staaten in Europa gehabt, die auf der Kippe gestanden sind. Das war zum Beispiel Irland, Portugal, Spanien. Von diesen 5 Staaten sind mittlerweile 4 Staaten raus aus der Krise und haben wieder Wachstum, schaffen Arbeitsplätze, schaffen Zukunft für ihre eigenen Menschen. Das bedeutet, der Grundkurs war und ist richtig, nämlich temporär zu helfen, aber dann auch wieder zu sagen, du musst dich auch wieder selbst um deine Hausaufgaben kümmern. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch das letzte Sorgenkind, das wir haben, nämlich Griechenland, auch noch ordentlich über die Wuppe kriegen. Für den geselligen, aber auch netzwerkfördernden Ausklang des politischen Besuchs sorgt ein großes Bierzelt inmitten der EU-Hauptstadt. Ein Oktoberfest mit bayerischem Bier und bayerischer Gemütlichkeit. Ja, wir haben ja immer wieder Bayern im Blick. Mein Kollege Uwe Brückner hat diese Woche den dienstältesten Landtagsabgeordneten Bayerns getroffen, Dr. Thomas Goppel. Er erzählt uns von seiner Karriere, aber auch von seinem Herzensprojekt, dem Bau eines neuen Konzertsaales in München. Bayern im Blick, und das hätten Sie sich nicht gedacht, dass es so etwas gibt. 41 Jahre lang Mitglied im Bayerischen Landtag. Ich begrüße Dr. Thomas Goppel. Guten Abend und grüß Gott. Ein Vollblutpolitiker. Im Grunde begann ja bei Ihnen die Laufbahn schon in der Wiege. Der Vater war langjährigster bayerischer Ministerpräsident. Sie hatten sogar 4 Jahre mit dem Vater zusammen im Landtag gearbeitet. Ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich. Ja, ja, und die Laufbahnen sind interessant, weil mein Vater muss ja erst 4-mal in Unterfranken durchfallen, bis sie ihn in München wahrgenommen haben. Und dann ging es interessanterweise ganz steil und dann so lange wie bei keinem anderen auch im Amt des Ministerpräsidenten. Wie überlebt man denn so eine politische Langkarriere? Wie schafft man da, fit zu sein und nicht verschlissen zu werden im Grabenkrieg mit den Fraktionen der Partei? Ob ich verschlissen bin, entscheiden andere, das kann ich nicht sagen. Aber ich will nur ausdrücklich festhalten, wenn man die Menschen mag und mit Menschen in Kontakt sein mag, dann kann es gar nicht lang genug dauern. Und dann kriegen Sie es zu tun und sind mittendrin in einem Dauerthema. Sie sind ja ein Troubleshooter, ein Problemlöser im Grunde. Und dann haben Sie so einen Knochen vor sich wie den neuen Konzertsaal, den Bayern braucht, den München braucht. Ich lese mal kurz die Liste vor der Standorte vom Eisstadion zur Friedenheimer Brücke. Der Flughafen war mal die Messe. In Aubing gibt es jetzt neuerdings ein Gelände. Man hört da einen schönen Klang heraus, sagt man, im Werksviertel. Die Museumsinsel, sagten wir, Finanzgarten. Überall soll da wie Pilze. Und dort, dann wird es auch gleich wieder tot diskutiert. Wieso kommt man aus dieser Diskussion nicht raus jetzt 2-3 Jahre lang? Also ich glaube nicht 2-3 Jahre, das ist weit über 10. Wie ich 2003 ins Wissenschaftsministerium gekommen bin, nach der Generalsekretur und der Kurt Fadelhauser Minister am Odeonsplatz war, da waren wir beide ein verschworenes Team, um möglichst schnell etwas durchzusetzen. Aber jedes Mal hat die Landeshauptstadt blockiert oder der Herr Oberbürgermeister Ude, der vielleicht fürs Kabarett viel zu tun hat, aber beim Konzertsaal eben sehr mühsam war. Es kam dazwischen die Naturschützer in München, die irgendeinen Baum und irgendwelche Karnickel und irgendwelche sonstigen Viehzeug schützen wollten. Es gab immer wieder Nein. Und der Kurt Fadelhauser hat dann gesagt, er geht auf die Staatsgelände. Und im Staatsgelände sind wir fast immer zu klein geworden. Weil ein Konzertsaal braucht Ausdehnung, er braucht Platz, er braucht Raum. Es müssen 2000 Sitzplätze dabei sein und so, das ist alles notwendig. Und dadurch gab es wieder Einsprüche. Dann hat das Deutsche Museum gemauert, weil sie gesagt haben, wir brauchen die Räume, die sie inzwischen längst vermietet haben. Also da merkt man deutlich, dass da vieles auch nicht gestimmt hat. Und schließlich ging es dann so weit, dass in der neuen Legislaturperiode jetzt der neue Oberbürgermeister von München mit dem Ministerpräsidenten gesagt hat, jetzt ist Schluss, jetzt haben wir, Ministerpräsident hat 18 Standorte, ich kenne sie gar nicht alle, haben wir untersucht und nirgends soll es gehen. Jetzt einigen wir uns darauf, dass wir die alten Standorte tagesfähig machen. Wir wollen sie nachrüsten. Großer Aufschrei. Als Musikratspräsident habe ich gesagt, endlich geht's weiter. Ganz wurscht. Ich will gar nicht sagen, dass mir das nicht gefällt. Natürlich ist das Reparieren von alten Beständen immer die zweitbeste Lösung. Aber wir haben dann da nachgeguckt und festgestellt, das geht nicht. Und komischerweise, kaum war das abgelehnt, haben sich Standorte gemeldet, die wir bis jetzt alle noch nicht gehört haben. Und dann, ich glaube,
dass es ganz wichtig ist, zwei Dinge miteinander zu verbinden. Ich bin einmal für die Musik zuständig, das will ich mit wahnsinniger Begeisterung, einen Saal, der endlich mit Luzern wettbewerben kann. Ich glaube zwar, dass die Kritiker vom Gasteig nicht so recht haben, wie sie behaupten, aber ich glaube auch, dass man gegenüber dem Gasteig noch was besser machen kann, weil er auch manchmal zu groß ist oder ganz oft. 2400 ist ein Angebot an Leute, die dauernd Fernsehen und Internet gucken können, dass sie nicht mehr so wahrnehmen. Vor 20 Jahren wäre es womöglich noch gegangen, aber jetzt ist es zu groß. Die Stadt renoviert das, wird man sehen, wie es rauskommt. Und das, was wir brauchen, ist so rund 2000 und die könnten da gut entstehen. Sogar mehr, weil die Bahn, in der Nachbarschaft der Bahn, die Post, ihre großen Postverteilzentrum hat. Das wird verlegt, weil auch die technische Entwicklung das notwendig macht. Und dann steht da eine große Kuppel, wie sie in der ganzen Welt nicht widersteht. Wir blenden das mal ein. Wir haben Fotos von diesem Areal, ein wunderschönes Gelände. Halbrund, die größte frei tragende Betonkonstruktion? Ja, aber wird heute nie mehr gebaut, weil alle natürlich sagen, es gibt bessere und gute Möglichkeiten. 150 Meter breit, 100 Meter tief, wenn Sie das mal umrechnen, da gehen bis zu 3 Konzertsäle hinein, nicht nur einer. Da kann man großen und ein paar kleinere, da kann man auch anderes unterbringen. Und mir gefällt es natürlich, weil seit 40 Jahren München rumtut, was sie mit der Musikhochschule machen. Und wir haben natürlich auch hier mal ein Folder mitgebracht. Darf ich Sie mal bitten, ist auf jeder Seite. Ich halte alles. Also hier fügt sich dieses... Da ist die Bahn. Ja, die Bahn. Da ist der Bahnhof von Leim. Der Hirschgarten ist da, das muss man auch noch wissen. Da kann man ja dann nachher in den Biergarten gehen, nach dem entsprechenden Konzert. Und diese große Halle mit einem großen Parkplatz, den man natürlich untergraben jetzt kann, wenn man da neu baut, ist ein Zentrum, was die Neuhauser gut gebrauchen können, was ein Stück Nymphenburg betont. Wenn das gelingt, dann kriegt, glaube ich, das die Nase vorn gegenüber dem Eckhardtschen Gelände, dem ich auch Glück wünsche, brauchen wir nicht reden. Die Stadt kann solche Entwicklungen gebrauchen. Aber hier hätte ich Platz und Optik. Wenn Sie sich überlegen, da steht die Kamera da oben und nimmt auf, wenn die großen Festtage stattfinden, wie die anderen in den Saal einziehen. Das kriegen Sie an keiner anderen Stelle so hin. Und da bin ich schon ganz begeistert, weil die Stimmung eine andere wird, wenn ich die Leute beim Einmarschieren, wenn ich das alles mitkriege und miterlebe und darunter ein bisschen Stadtleben ist. Das ist ja auch noch etwas, was man... Und hier vielleicht auch noch Platz für die Musikhochschule. Da ist ein Gelände, das der Stadt gehört und die da bauen will. Und ich finde, wir müssen mit der Stadt reden, der Freistaat muss mit der Stadt reden, ob da nicht die Musikhochschule unterkommt, die seit 40 Jahren da rumdröselt an der Arzistraße und die eigentlich dringend längstens ein neues Gelände braucht, auch wegen der Konzertsäle. Das könnte bombig werden. Für Sie möglicherweise und für Bayern und für die Orchester also ein schönes... Also ich sage, mir ist wichtiger, dass der Saal entschieden wird. Weil wir sonst, wenn der Gasteig renoviert wird, in München abgehängt sind. Das darf nicht sein. Denn der muss ja irgendwann zumachen und dann ist er ein paar Jahre nicht da und dann sollte der andere fertig sein. Deswegen drückt der Ministerpräsident so auf die Tube und sagt, ich will jetzt haben, dass das da ist. Und der Finanzminister sagt natürlich, angesichts der anderen Aufgaben, die wir haben, ist es interessant, im Augenblick auch mit privater Investition zu rechnen und zu sagen, wenn das jemand anderer für uns gestaltet und nachher im Mietverfahren durchaus am Abend den Konzertabend vermietet, dann könnte das insgesamt interessant sein, auch für die Kulturszene Freistaat. Denn wir haben ja entgegen früheren Zeiten jetzt es wirklich nötig, nicht nur München zu entwickeln, sondern auch das Land, wie ich das Land halten will. Und dann gibt es gelegentlich welche, die sagen, ach, das ist doch nicht wichtig. Ich kann nur sagen, wenn ich New York sehe, wenn ich Mexico City sehe, die ganzen großen Städte, die haben alle die Fläche wie der Freistaat schon bald. Da fehlt nicht viel. Wenn ich über Mexico City fliege, brauche ich eine Stunde mit dem Flieger, bis ich zum Flughafen komme. Dann weiß man, wie riesig das Gelände ist, das man entfalten muss, damit mögliche Vielfalt entsteht. Und das, glaube ich, ist etwas ganz Wichtiges, dass wir da an dieser Stelle auch andere mit ins Boot nehmen. Dann bleiben sie auch als Industrie. Eine Verbindung zwischen Denkmalschutz und Musik, ja, in einer Person und möglicherweise unter einem Dach. Ich bedanke mich fürs Dasein. Sie sind sehr zupackend, sehr energisch an dieser Stelle auch hier. Mit also Leidenschaft, immer. Ein langes politisches Leben würde man Ihnen wünschen. Und vielleicht auch für die Musik in Bayern ein gutes Ende. Bahnstrahl.
Bahnschranke auf, Bahnschranke zu klingt ja nicht so kompliziert, geht ja auch alles automatisch. Ganz so einfach ist es aber dann doch nicht, zumindest am Bahnübergang in der Oberkieferstraße in Bad Windsheim. Angefangen hat alles an Ostern, die Schranke wollte nicht mehr, eine Lösung musste her. Ja, und die ist jetzt, sagen wir mal, eher unkonventionell oder vielleicht auch so ein bisschen wenig traditionell, denn in Bad Windsheim regelt seitdem ein Bahnangestellter mit Handy den Verkehr. Läutet das Telefon, weiß der Angestellte, dass es wieder soweit ist und erledigt genau das, was normalerweise die Technik übernimmt. Die Bahnschranken wollen nicht mehr. Ein Signalkontakt ist kaputt. Jetzt muss das automatische Schließen der Schranke von Hand gemacht werden. Und das schon seit über 200 Tagen. Ab 5 Uhr morgens stehen 5 Bahnangestellte abwechselnd bereit und das bis Mitternacht. Immer wenn ein Zug kommt, müssen sie eingreifen. Katastrophe. Per Handbetätigung der Schranke ein bisschen albern. Ein starkes Stück. Genau, es staut sich. Denn die Herren richten sich strikt nach Fahrplan, die Bahn aber ja gerne mal nicht. Und dann müssen Autofahrer schon mal länger warten, bis der Zug dann wirklich kommt. Sie fragen sich jetzt sicher, wieso nicht einfach richtig reparieren? Aber nein, ganz so leicht scheint das nicht zu sein. Laut Bahn müsse an dem Übergang mehr gemacht werden und das erfordere eine längere Planungsphase. Also wird seit 200 Tagen eben geplant. Konkreter äußert sich das Unternehmen dazu nicht. Die Windsheimer indessen arrangieren sich mit ihrem Übergang der etwas anderen Art. Ich fahre nicht so oft da lang. Die Bürger von Bad Windsheim, die nehmen das jetzt schon einfach ein bisschen gelassen. Ich schaue schon immer auf die Uhr und dann plane ich schon 10 Minuten eher ein. Und wenn der Unmut doch zu groß wird, hier ein kleines Trostpflaster. In exakt 64 Tagen ist Weihnachten. Und wenn schon der Osterhase keine Lösung für das Problem finden konnte, dann schafft's ja vielleicht unser Christkind. Auch heute möchten wir Ihnen wieder unsere Perlen Bayerns vorstellen. Orte abseits der Touristenströme, Gegenden, die auch Sie vielleicht so noch nicht kennen. In unserer zweiten Folge sind wir mit dem Zug unterwegs und besuchen Neustadt an der Waldnaab. Entdecken Sie Bayern auf seine schönste Weise. Mit den Perlen im Bahnland Bayern. Auf der Suche nach den Perlen Bayerns hat es uns nach Neustadt an der Waldnaab verschlagen. Wir befinden uns hier an einem Sackbahnhof. Früher aber führten diese Gleise wesentlich weiter, sogar bis nach Tschechien. Heute ist das Ganze ein wunderschöner Radweg, der sogenannte Bockelradweg. Außerdem finden wir hier zwei wunderschöne Schlösser von den Lobkowitzern, einem frühen Adelsgeschlecht, das enorm viel Einfluss in Europa hatte. Und wir besuchen einige Kirchen. Kommen Sie einfach mit! Von Nürnberg aus mit der Regionalbahn liegt das idyllische Städtchen Neustadt an der Waldschnapp gerade einmal 1,5 Stunden entfernt. Am Bahnhof fällt als erstes der Bockelradweg ins Auge. Denn dieser Abschnitt des Pan-Europa-Radweges ist die Verlängerung der Bahnstrecke. 1999 wurden die letzten Gleise nach über 130 Jahren abgebaut. Folgt man dem Weg, gelangt man nach wenigen Minuten ins Zentrum. Knapp 100.000 Einwohner zählt der ehemalige Hauptsitz des Adelsgeschlechts der Lobkowitzer. Und da wären wir auch schon bei den zwei auffälligsten Bauten. Wo heute Gevatter Storch mit Webcam residiert, herrschte das berühmte Adelsgeschlecht über 250 Jahre. Die Historie erfahren wir von Bernhard Knauer. Grüß Sie, hallo. Wo befinden wir uns denn jetzt? Wir befinden uns hier am Stadtplatz in Neustadt an der Waldnaab, zwischen den beiden Lobkowitz-Schlössern. Zunächst hier das sogenannte Alte Schloss. Eines der bedeutendsten Bauwerke in der nördlichen Oberpfalz. Und hier hinter uns das neue Schloss, das gebaut wurde von der Familie Lobkowitz. Dann gehen wir doch mal ins Schloss. Wunderbar, bitte schön. Sehr gerne. Wir befinden uns also hier im zweiten Stock des neuen Schlosses, wo einstmals die fürstlichen Wohnräume entstehen sollten. Und wir haben hier für die Besucher eine kleine Ausstellung konzipiert, damit man sich auch vorstellen kann, welche Bedeutung die Familie Lobkowitz einst hatte und welche Verbindungen mit der Familie Lobkowitz entstanden sind. Unter anderem hier auch Fürst Franz Josef Maximilian von Lobkowitz, der ein großer Förderer von Ludwig von Beethoven gewesen ist und der auch damals dann die Eroica, diese Symphonie der Familie Lobkowitz gewidmet hat. Und das hören wir uns doch jetzt einfach mal an.
Die Ausstellung befindet sich im Landratsamt im Neuen Schloss. Hier sieht man Exponate wie diese alte Landkarte. Sie zeigt uns die Grenzen Bayerns in der Zeit um 1808. Von Kronach über München bis ins heutige Italien an den nördlichen Gardasee. Aber auch ein Modell des für damalige Zeiten einzigartigen doppelten Dachbodens des alten Schlosses. Oder die Folterwerkzeuge längst vergangener Tage. Aber Neustadt an der Waldnaab wurde früher für seine Kunstfertigkeiten bekannt. Ja, Neustadt an der Waldnaab schimpft sich auch Neustadt Stadt des Bleikristalls. Und wir haben hier im Museum eine eigene Abteilung fürs Glas. Und da kann man sehen, welche Kunst eigentlich Glasmachen einmal gewesen ist. Wenige Schritte vom Marktplatz neben der Stadtpfarrkirche St. Georg befindet sich das Stadtmuseum. Von historischen groben Werkzeugen bis hin zu den filigranen Glaswerken kann der Besucher die Kunst des Glasblasens und Glasschneidens erfahren. Bei Terminabsprachen erhält man auch eine private Führung. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es dank der Eisenbahn die Möglichkeit, günstig Rohstoffe zu transportieren, darunter auch Holz und Kohle. Dies förderte die Industrie entlang der Bahntrasse und die Zahl der Glashütten stieg erheblich an. Mit ihnen auch die Einwohnerzahl. Zurück auf der Straße wollen wir ein wenig die Sonne genießen. Deshalb suchen wir uns einen der vielen Wanderwege aus. Ob vom Kloster St. Felix mit weiter Sicht über die Oberpfalz oder in nördlicher Richtung entlang der Waldnaab. Für Naturfreunde hat Neustadt an der Waldnaab vielen Möglichkeiten geboten. Schließlich wollen wir uns erholen und steuern somit auf die Freizeit- und Erholungsanlage zu. Mit einer Stadtkarte ist der Weg ganz leicht zu finden. Hier gibt es Spielplätze für Alt und Jung und einen Campingplatz. Ja, in Neustadt an der Waldnaab, da gibt es verdammt viel zu entdecken. Das weiß ich jetzt auch. Meine Füße schmerzen, ich habe irrsinnigen Durst. Und für meinen Kameramann, da gibt es jetzt ein Eis. Und damit gebe ich zurück ins Studio. Planen auch Sie Ihre persönliche Anreise mit dem Bayern-Fahrplan. Auch von unterwegs mit der kostenlosen App. Das waren die Perlen im Bahnland Bayern. Präsentiert von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft. »60 Jahre im Dienst am Menschen«, dieses Jubiläum feiert der Malteser Hilfsdienst in der Erzdiözese München und Freising. Angefangen hat alles 1955 mit einem Erste-Hilfe-Kurs. Heute ist der Malteser Hilfsdienst mit seinen ehrenamtlichen Helfern zu einer der wichtigsten Organisationen in der Flüchtlingskrise geworden. Innenminister Joachim Herrmann lobt in seiner Festrede zum 60-jährigen Jubiläum vor allem den Einsatz der Malteser beim G7-Gipfel. Doch die wohl größte Herausforderung in der Geschichte des Hilfsdienstes ist sicherlich die aktuelle Flüchtlingskrise. Stefanie Freifrau von Fallberg freute sich über das Lob des Innenministers, äußerte aber gleichzeitig Kritik in Richtung Sozialministerium. Wir konnten den ganzen Hilfeaufrufen deswegen nachkommen, weil unsere Ehrenamtlichen sich unbezahlten Urlaub genommen haben. Und das machen die, wie gesagt, schon lange. Aber es wird ein Punkt kommen, wo man keine Urlaubstage mehr hat. Und der Unterschied zum Innenministerium ist eben der, dass dann die Lohnfortzahlung garantiert wird. Und das ist eben im Moment im Katastrophenfall noch nicht geregelt. Und da sind wir aber dran. Bisher ohne Erfolg. 2000 aktive Mitglieder und 1500 hauptamtliche Mitarbeiter sind für den Malteser Hilfsdienst der Erzdiözese München und Freising in verschiedenen Diensten im Einsatz. Die Zahl der Helfer beispielsweise am Münchner Hauptbahnhof ist enorm. Dennoch? So wichtig Freiwillige zum Beispiel waren, so wichtig ist aber auch gut organisierte ehrenamtliche Tätigkeit, die sich auch eingliedert in viele andere Facetten von Hilfsorganisationen. Auch Innenminister Herrmann stellte die Bedeutung dieser koordinierten Hilfe heraus und appellierte an das Malteser Hilfswerk, hört bitte nicht auf damit. Ja, das war schon wieder von uns. Das war TV Bayern Live. Schön, dass Sie reingeschaut haben. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und ein gemütliches Wochenende. Machen Sie es gut. Servus. Lösen.
Alternativen, Biere, Sensationen. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live, das heißt auch Sportsgeist und Partystimmung. TV Bayern Live, ab sofort jeden Samstag um 17.45 Uhr auf RTL.